Wahl da beim Bauer Rosi. Ich will da mein Gras zusammen machen. Heute Mittag, heute Donnerstagmittag, 13 Uhr, wird da rumfallen die Lage gemacht. Wie 14 Grad. Verkehrsmeldungen, präsentiert von der EK Automobile AG in Kerstenholz. Ihre Fortvertretung in der Region. Ja, speziell bei wenig Gras ist man da mit dem Doppelkreisel wartet viel schneller. Man kann eine große Fläche zu einem Schwad zusammen. Es ist nicht einfach. Große Zeitersparnis für mich, wenn ich da nicht jede Schwad dreimal herumwerfen muss. Fertig geschwadert. Okay. Ja, gar nicht so schlecht angewelkt am auf jeden Fall auf diesem Feld. Ist trotz wenig Sonne gut. Die Maschine gerade auf dem Feld abgehängt. Mein Nachbar oder mein Kollege kommt die ganz direkt hier holen. Der will auch noch zusammen schwaden heute. Ja, und vorausgesagt ist ja Regen schon ab Nachmittag. Im Moment sieht es noch gut aus. Ich warte hier auf den. Wollen da Rundballen machen. Und er kommt nicht, um Rundballen zu machen. Abgemacht wäre gewesen. 1 Uhr, 13 Uhr, schon bald 2, er ist noch nicht hier. Muss da die Bauer Rosi telefonieren. Ich schaue mal zuerst auf dem Handy den Regenradar, bevor ich da telefoniere. Ja, ich bemerke da gerade, der Wind hat auf jeden Fall auf West umgestellt. Und da ist meistens der Regen nicht mehr fern, da vom Westen kommt der Regen. Wenn Wiesenlage ist, Nordströmung, bleibt es bei uns meistens schön. Er meint wohl der Che Guevara dazu. Aha. Oh, jetzt ist die Presse da. 10 vor 3 wird da mein Feld gepresst, nachher gewickelt und sofort nach Hause geführt. Die Ballen. Zweites Feld. Auf dem ersten Feld auf 1,5 Hektar hat es nur 2 Ballen gegeben. Aber hier gibt es sicher mehr. So, und jetzt müssen noch die Ballen geladen werden. Ah, und wieder mit einer gemieteten Maschine. Der Hoflader meines Kollegen benutze ich immer. Geht sehr gut zum Ballenladen. Wagen geladen. Und 2,5 Hektar hat es 2, 4, 6, 8. 8 Stück Rundballen gegeben. Hatte da ein bisschen Probleme beim Laden.
Hier ist eine defekt. Also es geht noch, eine andere ist da mehr defekt, da muss ich dann beim Abladen. Hier ist auch schon ein Loch, nicht gut. Verklebe ich dann, jede kontrollieren und wo sie eine Beschädigung hat, abkleben, damit da keine Luft reinkommt. Sonst habe ich dann nicht Freude, wenn ich die Balle öffne im Winter. So, jetzt nach Hause. 10:50 noch abladen, hey, muss ich unbedingt. Es ist noch nicht Feierabend für Bauerhaus. Gefährlich, dass sie zur Zange rausrutschen und dann ist die Folie beschädigt. Ist mir passiert. Ja. Nach 6 Feierabend. Ballen sind gelagert. Jawohl.